Hey meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Sound aus Wo Video. Heute habe ich eine ganz besondere Nachricht für euch. Das Video hat wahrscheinlich einen sehr mysteriösen Titel. Jedenfalls sieht es in meinem Kopf so aus. Wir nehmen das hier gerade erst auf. Und ihr wollt bestimmt wissen, was passieren wird. Ich kann euch verraten, heute im Stream auf Twitch wieder um 18 oder gegen 18:15 Uhr und nicht wie früher um 19:15 Uhr werden wir etwas auf meinem Account machen. Wir werden gemeinsam die Transzendenzrolle öffnen. Ja, also endlich ist es soweit. Wir werden die Transzendenzrolle gemeinsam im Stream öffnen. Wir werden auch so ein paar von meinen MS und von meinen Legendären und einer LD und so aufmachen. Ich habe noch nichts Festes im Kopf. Kommt darauf an, wie sehr mich die Leute im Twitch-Chat beeinflussen. Die 50.000, fast 50.000 Kristalle werde ich irgendwann später aufmachen. Das erstmal nicht. Aber ich habe auch keinen Platz. Aber wir werden die Transzendenz öffnen und das wollte ich gemeinsam mit euch im Stream machen. Also heute, Samstag, den 2. Mai gegen 18:15 Uhr auf Twitch. Ich heiße da X7 Live. Link ist in der Beschreibung. So, ich freue mich, also kommt gerne vorbei. Wird bestimmt ein spannender Stream. So, damit wir nicht komplett nackt hier in diesem Video bleiben, nur mit dieser Nachricht. Ja, das wäre ein bisschen zäh, deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir wollen ein bisschen in der Arena grinden. Wir sind nur Rang 7, das reicht mir definitiv nicht aus. Das heißt, vielleicht können wir in Richtung Rang 1 ein bisschen vorrücken und das werden wir jetzt genau machen, indem wir das so wie früher machen. Wir killen die untersten zwei der. Ist das richtig so? Ich weiß nicht. Die untersten zwei der Liste. Und werden die dann fertig machen, hoffentlich. Ein sehr interessantes Team, was nicht wirklich Sinn ergibt, weil die keinen Stripper dabei haben. Wenn die einen Stripper hätten und den Lichtaffen und die schnell genug wären, dann wäre das schon gefährlich, weil ihr habt gesehen, der Lichtaffe war schneller als meine Tiana. Das ist jetzt keine Kunst, weil es die langsame Tiana ist, aber trotzdem hätten die dann schon eine potenzielle Gefahr für mich dargestellt, sagen wir es mal so. So. Also ich freue mich schon sehr auf den Stream. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wird bestimmt spannend. Ich habe keine Ahnung, ob was Neues rauskommt, ob ich überhaupt hoffe, dass was Neues rauskommt. Ich weiß es nicht. Ich habe so viele Netfives. Eigentlich bin ich sehr glücklich. Aber natürlich ist es immer spannend, was aus so einer Transzendenz rauskommt. Und sowas zu öffnen, ist immer schön. So, ich habe im Gefühl, die Katze macht uns gleich komplett kaputt. Wobei, das ist ja Flat Damage. Wow, Pang ist ein guter Counter gegen die Dark Katze, weil der Angriff, der erste war ja ein Crit, ja, aber der zweite, der bezieht sich ja dann gar nicht auf die Death von den Gegnern oder so. Das ist einfach nur purer Schaden, der die Hälfte von dem anderen Schaden darstellt. Rang 5, okay. Wir kommen der Sache näher. Ob wir auf Rang 1 kommen, ich wage es zu bezweifeln, aber auf jeden Fall kommen wir. Oder wir rücken ein bisschen auf und kommen dem immer näher. Sagen wir es mal so. Okay. Die stellen auch keine Gefahr dar. Der Eladier könnte strippen. Was ein Bastard. Böser Eladriel. Deswegen holt man Eladriel jetzt auch immer schneller als Yara, damit er im Notfall halt strippen kann, wenn die Gegner Widerrune haben. Klappt meistens, wenn es der Gegner Eladriel ist. Wenn es der eine Eladriel ist, eher seltener. Aber okay. So, Liste refreshen. Wir kümmern uns um die untersten. Ja, also wir müssen mit Pang dann auf die Triana, weil der Ariel zu viel Death hat und dann würden wir zu wenig Schaden machen. Aber ansonsten, solange die keinen Stripper haben, habe ich hier ehrlich gesagt keine Angst vor irgendeiner Death. Außer alles würde resistet werden oder so, es wäre richtig quack. Aber aktuell sieht es ziemlich gut aus und wir müssen sowieso die Triana anpacken, sonst würde ihre Passive kicken und dann würden wir gar keinen killen. Und jetzt kickt nur Vanessas Passive und da steht eine einsame Triana, die nichts machen kann. Sehr gut für uns, schlecht für den Gegner. Okay, ich finde es gut, dass wir Rang 1 werden.
Ob das so bleibt, ist halt die Frage. Die können ja auch weiterspielen. So. Oh. Das könnte gefährlich werden, muss ich zugeben. Weil ein Attack-Buffed Lucian Amp könnte mein Galeone kaputt machen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Der Leo bringt nichts. Oh no. Bitte Derp. Derp. Oh, der tut mir schon. Nee. Der tat nicht weh. Aber ihr habt's gesehen. Wenn ihr den richtigen Skill. Manchmal muss man halt das Glücksspiel akzeptieren. Wenn er den richtigen Skill gemacht hätte, wäre mein Galeone tot gewesen. Bei den anderen, keine Ahnung, die hätten vielleicht knapp überlebt. Ich weiß es nicht. Aber der Galeone wäre futsch gewesen und dann hätten wir ein Problem gehabt. Aber so bin ich sehr zufrieden. Gott sei Dank. Manchmal muss man einfach Glück haben. Und das haben wir hier ausgenutzt. Und jetzt haben wir das Glück ausgegeben und für die Transzendenz ist nichts mehr da. Wir sind Rang 4. Wir kommen in den Top-Bereich. Nächster Refresh und jetzt kämpfen wir gegen 1600er. Ich denke, das würde ich auslassen erstmal und... Oh, damn. Okay, es ist schön. Jetzt kommen die hässlichen Devs. Okay, dann machen wir das mal, ja? Wir spielen das mit Tessarion. Anavel würde ich gerne nehmen. Wow. Ich habe irgendwas im Gefühl. Wer hat die Runen von ihr? Shit, dann können wir keine Anavel nehmen. Dann nehmen wir... Leo könnten wir gut nehmen. Das ist der falsche Leo. Leo können wir nehmen. Ich weiß, Tessarion und Leo sind nicht so kompatibel, aber es funktioniert trotzdem. Also er macht dann weniger Schaden, weil er mit Speed skaliert, aber es funktioniert trotzdem. So, dann... eine Juno. Brauche ich eine Juno? Juno. Juno und... ein Healer Ariel vielleicht? Maybe? I don't know. Ja. Yeah. Okay. Weirdo Team. Aber wir wollen ja gewinnen. Und deswegen machen wir das jetzt so. Okay. Sie derbt. Kein Problem. Wir machen mal das hier. Ja, ist okay. Und dann können wir eigentlich schon das hier machen. Weil Tiana ihren Skill ja eh nicht nutzt. Und dann arbeiten wir als erstes an diesem Dämon. So, die macht jetzt Unbesiegbarkeit auf den drauf. Und nicht auf sich. Naja, hätte eh keinen Unterschied gemacht, weil sie geprockt hat. Deswegen hätten wir sie eh angreifen können. Jetzt bin ich gespannt. Naja. Den machen wir ganz zum Schluss. Der macht uns keine Angst. Den Dämon will ich kaputt machen. Davor habe ich ein bisschen Angst. Der kann ruhig weiter meinen Leo angreifen. Vielleicht kommen wir in den Ignore-Death-Bereich, das wäre ganz cool. Aber wir müssen halt ein bisschen aufpassen. So, Defense Break. Ah, die hat schon wieder ihren Shit-Skill. Aber die proppt jedes Mal, ne? Stun oder Strip. Sehr gut. Und dann versuchen wir ihn weiter anzugreifen. Ich weiß, wir critten den mit Leo nicht. Die Chance besteht natürlich, aber schlecht. Aber wir haben Ignore Defense und Kaching! Ich greife ihn trotzdem mit Leo an, weil ich ihn halt langsam runter pushen will. So, okay. Das sieht ganz gut aus. Dann healen wir nochmal. Und dann arbeiten wir weiter an dem. Ist ein bisschen langsam, aber Hauptsache wir gewinnen. Es spielt keine große Rolle, weil heute ist eh kein Rush Hour und der Arena-Rang ist mir relativ egal. Aber wenn wir schon so ein kleines spannendes Ankündigungsvideo machen, dann kann ich ja wohl wenigstens in Richtung Rang 1 kommen. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Es wäre cool, muss ich sagen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie es aussieht, wie viele Punkte wir jetzt bekommen werden nach diesem Kampf.
Tja, Helfers. Hast du wohl gedacht, dass du mich fertig machen kannst? Aber so sieht's nicht aus. Okay, gut, den haben wir gewonnen. Können wir eigentlich direkt wieder den nächsten hier unten holen? Rang 4 noch immer. Wow. Naja, der ist ganz easy, den können wir ganz normal wieder ganz schnell kaputt machen. Es hat keinerlei Gefahr. So. Bam. Goodbye. Goodbye. Und goodbye. Und das war's. Zu einfach. Leider können wir jetzt nicht direkt wieder refreshen und müssen jetzt den darüber angreifen. 12 Punkte haben wir bekommen. Wir sind ja immer nicht weiter, ne? Oh. Ich glaube, das wird knapp. Machen wir das auch mal ganz schnell. Pang ist wieder perfekter Counter. Orion ist als Tripper da, aber hoffen wir mal, dass er nicht so viel Glück hat oder einfach derpt. Ich meine, bei Schutzwille auf allen Monstern ist es sowieso sehr unwahrscheinlich, dass Orion irgendwie genau das Richtige chippt und mein Team irgendwie kaputt macht. Das hätte ja eigentlich gar nicht funktioniert. Außer er hätte jetzt Galeone gestrippt, Defense Break draufgelegt und dann hätte die Katze den gekillt oder so. Ansonsten sehr unwahrscheinlich. Okay, so, das haben wir auch gewonnen. Schon lange nicht mehr so viel Arena gespielt, muss ich zugeben. Da ist ein Stripper dabei, das ist nicht so schön. Wir sind Rang 3! Yay, kleiner Erfolg in diesem Video. Das schaffen wir gar nicht mehr, ne? 40, 50, 60. Also wir könnten Rang 2 werden, aber Rang 1 in diesem Video nicht, aber wir sind definitiv schon mal aufgestiegen und das ist ja auch schon mal was. Ich denke, das reicht erstmal Rang 3 für dieses Video. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut über diese kleine Ankündigung und ihr seid hoffentlich beim Stream heute um 18:15 Uhr dabei, wenn wir meine Transzendenz öffnen. Der zweite Teil mit dem Arena-Grinden, das war einfach nur so ein kleiner Bonus zu dieser Ankündigung. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns dann heute Abend im Stream wieder und ja, passt gut auf euch auf. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.